Ja, übertreib halt direkt. Wie kann ich zu St. Georg? Fertig. Macht keine Gefangenen. Okay, die brauchen echt lange zum Produzieren. Wir haben jetzt schon echt viel Nahrung. Ich würde mal ein paar von euch zum Holz schicken. Unverzüglich. Dann können wir vielleicht irgendwo anders nochmal neue Ausbildungsgebäude machen. Okay, das ist Toledo. Und hier ist Salamanca. Okay. Missionsziele. Als nächste Truppe müssen sie die bei Salamanca besiegen. Hä? Als nächste Truppe müssen sie die bei Salamanca... Ist das falsch formuliert, oder? Obwohl, nee, doch, macht Sinn. Als nächste Truppe müssen sie die bei Salamanca besiegen. Man hätte auch schreiben können, als nächstes müssen sie die Truppe bei Salamanca besiegen. So hätte man es auch schreiben können, aber okay. Unterwegs können sie auch Toledo befreien, alles klar. Ja, da gehen wir erst hier unten lang, würde ich sagen. Ich glaube, dafür dürfte das hier eigentlich schon ausreichen. Dann warten wir mit dem Rest für die andere Stadt. St. Georg. Bis dahin sollte hier eigentlich ein bisschen was an Nachschub da sein. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Wir werden angegriffen. Für St. Georg. Keine Gefangenen. Für St. Georg. Kann ich zu keine Gefangenen. Fertig. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Wie kann ich zu Diensten sein? War's das schon wieder? Fertig. Macht keine Gefangenen. Wie kann ich für St. Georg. Für König und Vaterland. Ah, nein. Angegriffen. Für König und Vaterland. Okay, jetzt macht mal die Artillerie da weg. Toledo wurde befreit. Auf nach Salamanca. Okay, dann sammeln wir mal die Truppen. Viva General Wellesley! Toledo ist frei! Ja, das wussten wir jetzt mittlerweile. Für St. Georg. Okay, ihr sammelt euch mal hier. Bombarden kommen auch mit. Fertig. Wie kann ich zu Diensten keine Gefangenen? Und dann ziehe ich mal den Nachschub dazu. Euer Befehl? Okay, ist jetzt nicht so viel, aber mal ein bisschen. Betrachtet es als erledigt. Wird hier noch produziert? Nö. Okay. Ich mache mal Spieltempo ein bisschen hoch, dann sind die ein bisschen schneller da. Und dann speichere ich nochmal. Gut, dann befreien wir noch die letzte Stadt und dann müsste es das eigentlich schon gewesen sein von der Mission. Wie kann ich keine Gefangene sein? Euer Befehl? Betrachtet es als erledigt. Wie kann ich zu Diensten sein? Letztes Stündlein hat geschlagen. Euer Befehl? Betrachtet es als erledigt. Ach, hier unten kommt der Rest. Euer Befehl? Darf ich behilflich sein? Ihre Köpfe werden rollen. Mein König? Für St. Georg. Für König und Vaterland. Minister? So, eins. Ihr seid jetzt mal alle die drei. Und ihr. Euer Befehl? Die zwei. Darf ich behilflich sein? Euer Wille geschehe. Fertig. Darf ich behilflich sein? Für König und Vaterland. Fertig. Für König und Vaterland. Wie kann ich Wille geschehe? Macht keine Gefangenen. Für König und Vaterland. Wie kann ich zu für St. Georg. Köpfe werden rollen. Okay, wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Für St. Georg. Ah, da. Wir werden angegriffen. Für St. Georg.
Reitet mal darüber, bitte. Au, 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 die Infanterie kriegt ganz schön Verluste. Ganz schnell die Artillerie wegmachen. Oh, wir haben nur noch zwei. Okay, wir kriegen gerade ganz schön auf die Fresse. Oh, mein General stirbt gleich. Okay, taktischer Rückzug. Oh, ich hoffe, die killen mir jetzt nicht den General weg. Ah, Autosprechen. General Wellesley ist gefallen. Okay, sie haben ihn getötet. Ohne ihn stellt sich niemand frei. Wir laden das Ganze nochmal. Minister? Für St. Georg. Ich glaube, den General lassen wir einfach mal da. Minister? Für König und Vaterland. Minister? Für König und Vaterland. Für St. Georg. Für König und Vaterland. Minister? Für St. Georg. Darf ich behilflich sein? Euer Befehl behilflich sein? Euer Befehl behilflich sein? So. Euer Befehl, Ihre Köpfe werden rollen. Mein König? Für Euer König Befehl und Vaterland. So, diesmal stelle ich mal erst die Artillerie hier hinten auf. Euer Befehl? Ihre Köpfe werden rollen. Georg. Geh mit der Infanterie mal hier ein bisschen rum. Für König und Vaterland. Euer Befehl? Wie kann ich für Euer Befehl? Ihre Georg. Köpfe werden rollen. Die reiten mir da schon wieder so krass in die Infanterie rein, das ist furchtbar. Alter, Alter, wie die mich wegmachen. Okay, das kann ich nochmal laden. Wie viel ist da jetzt noch übrig? Okay, ein bisschen Infanterie und ein bisschen Artillerie. Okay, da ist jetzt noch Kavallerie. Ja, ich würde sagen, ich könnte es sogar so weit lassen erstmal. Na, wobei, nee, warte mal, wir machen es anders. Wir laden mal nochmal. Und ich mache da hinten jetzt noch ein paar Ausbildungsgebäude hin. Wo sind die Bauern? Ja. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Ihr macht mir hier mal ein paar Kasernen. Gut. Und dann noch einen Stall. Unverzüglich. Ja. Gut. So, können wir bei den Punkten noch was machen? Naja, wir könnten Kostensenkung machen. Obwohl, Bauzeitsenkung wäre mal ganz gut. Dann kommen die gleich ein bisschen schneller raus. Und bei der Kavallerie vielleicht Trefferpunkte. Euer Befehl wird behilflich sein als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Mein König für St. Georg. Fertig. Für König und Vaterland. Mein König. Wie kann ich zu Diensten sein? Für König und Vaterland. So, ihr stellt euch mal hier auf. Artillerie kommt nach hinten. So, die bauen jetzt hier schön. So, dann hätte ich jetzt gerne ein bisschen Infanterie. Okay. Eisen wird gerade ein bisschen knapp. Was kostet ihr? Gold und Nahrung. Davon haben wir mehr als genug. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Kavallerie. Ja. Okay, jetzt habe ich nur. Jetzt habe ich nur noch das eine Ausbildungsgebäude. Naja. Ja. Ja. Gut. Ihr sammelt euch mal hier. Für St. Georg, mein König, für König und Vaterland. Okay, ein Infanterist kommt noch raus.
dann muss das jetzt reichen. Minister für St. Georg. Dann überrennen wir die halt mit Kavallerie, dann passt das. Mein König? Für König und Vaterland. So, nochmal speichern. Und da Let's Play 2. Ich hole mal die Artillerie schon mal dazu. Die kannst du eigentlich hier auch mal aufstellen. Wie kann ich für St. Georg? Okay, die brauchen echt ganz schön lange zum Produzieren. Ich hätte einfach zwei Ställe machen sollen. Das wäre vielleicht klüger gewesen. Ich meine, vielleicht reicht das ja jetzt sogar schon. Wir können es ja mal probieren. Für St. Georg. Köpfe werden rollen. So, ballert mal da rein. Wir werden angegriffen. Für St. Georg. Dein letztes Stück. Okay, Spieltempo runter, bitte. Ihr schießt mir da mal schön drauf. Ja, mach mal die Artillerie bitte weg. Ah, okay, sie haben es nicht geschafft, die Artillerie wegzumachen. Das ist schlecht. Aber wir machen sie eigentlich ganz gut weg. Es fehlt bloß noch die Artillerie. Ihr schießt mal den da noch weg. Okay, ja, ich glaube, wir haben sie. Ist Napoleons Macht in Spanien gebrochen. Ziehen wir über die Pyrenäen nach Frankreich und stellen wir sein kaiserliches Heer bei Toulouse. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Jetzt aber auch noch das kaiserliche Heer angreifen. Ich glaube, dafür brauchen wir wieder ein bisschen Nachschub. Ja? Okay, dann geht mal wieder Holz holen. Wobei, hier könnte man da stehen bleiben. Aber ich brauche dann noch zum Bauen. Dann mache ich hier mal ein paar, die zum Holz gehen können. Eisen bräuchte ich halt. Wir haben hier Steine. Steine bringen mir nicht viel. Ich bräuchte dann schon Eisen. Ja gut, ohne Eisen bringt mir das Holz auch nicht viel. Dann könnte ich höchstens Kavallerie ausbilden. Ist hier irgendwo Eisen? Ich glaube nicht. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Ich kann den General mitnehmen. Produzieren wir einfach noch ein paar Reiter. Ihre Köpfe werden rollen. Mein König. Für St. Georg. Okay, wir haben keine Artillerie mehr. Minister? Das könnte böse ausgehen. Ich speichere das mal unter einem Extra-Spielstand, unter Let's Play 3. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht reicht, um Napoleons Hauptarmee zu besiegen. Ja, wir können halt keine Infanteristen mehr ausbilden, das ist halt doof. Wir brauchen mehr Eisen. Hier ist aber überall nur Stein. Die sind doch alle so low. Ich sollte vielleicht mal ein Krankenhaus, wäre vielleicht mal ganz gut. Sekunde. Ja. Okay, was brauche ich dafür? 100 Stein, 250 Holz. Es mangelt am Holz, verdammt. Ich könnte einen Arzt machen. Der kostet Nahrung und Gold. Machen wir mal davon einen. Oder mal ein paar mehr. Okay, dann stellen wir jetzt eine schöne Gruppe von Reitern auf. Die können dann vielleicht ein bisschen durchgasen.
Hat beim letzten Mal jetzt vielleicht nicht so ganz funktioniert, aber da war auch sehr viel auf einmal. So, was haben wir denn hier? Das ist einfach eine Stadt. Dachte, da könnte man schon mal so einen groben Überblick auf die Armee werfen, aber nee. Wem kann ich helfen? Ja, heil mal. Schon unterwegs. Heilt ihr automatisch? Ja, scheint so. Mein König? Wir könnten natürlich auch Fernkampfkavallerie machen. Ich glaube, davon können wir auch noch ein paar mitnehmen. Darf ich behilflich sein? Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Betrachtet es als erledigt. Und seid ihr mir die Nahkampfkavallerie? Ihr seid die normale Infanterie und du bildest dann mit den anderen die Fernkampfkavallerie. Artillerie wird jetzt mal schwierig ohne Ressourcen. Wir werden angegriffen. Ey. Euer Befehl? Sollenart. Und was zur Hölle hat mich angegriffen, hä? Hier ist doch nix. Ach da. Hä? Ah. Ein Scharfschütze. Darf ich behilflich sein? Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden. Ah, da ist noch einer. Der macht 60 Schaden. Euer Befehl? Betrachtet es als erledigt. Mal ein bisschen durchgucken hier. Ihre Köpfe werden. Wenn noch irgendwo was rumkriecht. Ja, da habe ich gerade was gesehen. Auf der Minikarte. Betrachtet es als erledigt. Ah ja. Köpfe werden rollen. Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden. Wie viele Scharfschützen rennen hier bitte rum? Darf ich behilflich sein? Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Betrachtet es als erledigt. So, ihr seid wieder alle voll, das ist gut. Dann rückt mal mit vor. Für St. Georg. Fertig, sie werden den Tag verfluchen. Hier haben wir die Fernkampfkavallerie, die ich meinte. Wie kann ich die Dragoons. Okay, einer kommt noch. Aha! Minister? Für König und Vaterland. Euer Befehl? Wir werden angegriffen. Oh Gott, sind das viele. Minister? Für König und Vaterland. Ach du Scheiße. Holy, macht mir die Bombarden weg, und zwar ganz schnell. What the fuck, wie soll ich denn die besiegen? Die machen mich einfach übelst weg. Also man kann es ja auch ein bisschen übertreiben. Hä, ohne Ressourcennachschub kann ich da nichts machen. Was soll. Wie soll ich die bitte besiegen? Ich kann ja nicht mal Infanterie mehr ausbilden. Ja. Das ist, glaube ich, Game Over. Ich meine, wir haben keine Ressourcen. Wir haben bloß einen Haufen Steine. Einen Marktplatz können wir nicht machen. Soweit ich weiß. Oder? Nee, nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Kann ich hier irgendwas handeln? Nö. Ja, kann ich neu laden. Wie zum Geier soll ich denn das bitte machen? Also das war ja komplett Übermacht, was da rumgeistert. Mein König? Okay,
Okay, weißt du was? Ich gehe volle Kanne jetzt auf Fernkampfkavallerie. Scheiß drauf. Darf ich behilflich sein als erledigt? So, dann hätte ich jetzt gerne noch ein paar Ärzte. Na, kann ich nicht machen, die kosten Gold. Okay, dann nehme ich hier ein paar weg. Wie kann ich zu Diensten sein? Ihr wisst doch. So, dann gehen wir nochmal auf Fernkampfkavallerie. Da machen wir... Okay, wir haben noch 8 Punkte. Machen wir Bauzeitsenkung, komm. Minister, für König und Vaterland. Darf ich behilflich sein? Ich habe trotzdem nicht so das Gefühl, dass wir diese Armee, die da hinten stand, besiegen können. Die sind ja mindestens das Dreifache. Die Verbündeten machen auch nicht wirklich irgendwas. Hm. Okay, dann müssen wir jetzt wohl warten, bis die hier durch sind. Bleibt uns jetzt wohl nichts groß anderes mehr übrig. Wenn wir wenigstens noch ein bisschen Eisen hätten. Konnte ich da sonst noch irgendwas machen? Kostet auch Eisen. Handkanoniere, die hätten halt Gold und Nahrung gekostet. Ich weiß gar nicht, was die gebracht hätten. Die wären doch sowas wie die Samsons, so kleine Belagerungseinheiten, so schwächere. Stellen Sie die Franzosen bei Toulouse. Ja, wow, dann gib mir gefälligst die Ressourcen dafür. Euer Befehl, Ihre Köpfe werden rollen. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Wir werden angegriffen. Ja, hier ist wieder der scheiß Heckenschütze. Ihre Köpfe werden rollen. Den mache ich mal kurz weg. Betrachtet es als erledigt. Alter. Oh, Ihre Köpfe werden rollen. Euer Befehl? Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Gut, okay, ist halt ein bisschen doof, dass wir damals auf Kavallerie mit Speeren gegangen sind und jetzt haben die halt Schwerter. Naja, jetzt bringen uns die ganzen Upgrades, die wir vorher gemacht haben, halt überhaupt nichts mehr. Betrachtet es als erledigt. Ihre Köpfe werden rollen. Mein König? Für St. Georg. Aber anders zu skillen hätte uns auch nicht wirklich weitergebracht. Kann ich helfen? Ich komme. Fertig. Ihr wisst doch. Minister? Mein König? Euer Befehl? Ich behilflich sein? Ihre Köpfe werden rollen. Ja gut, dann probieren wir's mal. Mein König? Euer Befehl? Für St. Georg. Ihre Köpfe werden rollen. Die Stadt. Minister, für König und Vaterland. Ich glaube zwar immer noch, dass das überhaupt nichts wird. König und Vaterland. Aber naja. Wie kann ich zu Dienst keine Gefangenen? Machen wir mal noch Reichweite. Okay, wir haben keine Ressourcen mehr. Darf ich behilflich sein? Betrachtet es als erledigt. Minister, für König und Vaterland. Für die Stadt. Minister, für König und Vaterland. Darf ich behilflich sein? Wie kann ich Ihnen den Tag verfluchen? Mein König, für St. Georg. Wie kann ich zu Dienst keine Gefangenen? Euer Befehl? Betrachtet es als erledigt. Mein König, für König und Vaterland. Für die Stadt. Euer Befehl? Ihre Köpfe werden rollen.
Betrachtet es als erledigt. Okay, ich versuche hier irgendwie so ein bisschen rumzukommen. König für St. Georg. Wie kann ich Sie werden den Tag verfluchen? Ich glaube, flankieren bringt ja auch nicht sonderlich viel. Na, da sind sie schon. Ihr wisst doch. Für König und Vater. Okay, ihr könnt ja mal probieren, jetzt rumzureiten. Und mal die Artillerie wegzumachen. Okay, jetzt zieht euch ein Stück zurück. Ah, die haben es nicht mehr geschafft, eine Bombarde wegzumachen. Die Bombarde muss halt weg. Ah, jetzt ist bloß noch der Held übrig. Und der kriegt jetzt auch übelst aus dem Maul. Der Junge guckt durch diese Übermacht an, what the fuck? Okay. Wie stellen die sich das bitte vor? Sie werden den Tag verfluchen. Fertig. Betrachtet es als erledigt. Für König und Vaterland. Ich meine, klar, man könnte probieren, die irgendwie einzeln rauszulocken. Das klappt aber, glaube ich, auch nicht so gut. Ich kann es ja mal auf die Weise probieren. Minister? Für St. Georg. Darf ich behilflich sein? Ihre Köpfe werden sollen sein. Ich will nämlich dann am besten die Dragoons. Sie werden den Tag verfluchen. Minister? Für St. Georg. Fertig. Euer Befehl. Ihre Köpfe werden rollen. Darf ich behilflich Minister? Sein? Minister? Für König und Vaterland. Wie kann ich Sie werden Sie sein? Für St. Georg. Ihre Köpfe werden rollen. Mein König? Für St. Georg. Wie kann ich zu Diensten sein? Euer Befehl? Ihre Köpfe werden rollen. Okay, ich probiere mal ein paar zu locken. Macht keine Gefangenen. Für die Stadt. Wir werden angegriffen. Macht keine Gefangenen. So, na dann, kommt mal her. Ah, jetzt kommt die scheiß Artillerie da wieder rein. Euer Befehl? Mein König? Für St. Georg. Sie werden den Tag verfluchen. Okay, ich glaube, uns folgt jetzt die ganze Armee. Na, wobei, jetzt ist hier bloß die Artillerie. Die können wir jetzt gut wegmachen. Diese Bombarde da hinten. Okay, probier die Bombarde wegzumachen. Die Bombarde. Ah, okay, zurück, zurück. Ah ja, jetzt kommen sie wieder nicht weg, weil die Kavallerie so schnell ist. Nee, das funktioniert so nicht. Ja, ich muss auf die Kavallerie aufpassen. Wenn die hier hinterher rennt, dann ist schlecht. Wie kann ich zu diesem Sie werden den Tag verfluchen. Für die Stadt. Fertig. Sie werden den Tag verfluchen. Okay, ich spreche mal, wenn wir hier oben sind. Aber ja, ich habe ja in der ersten Folge erwähnt, dass das Spiel ein bisschen schwieriger ist. Spieltempo mal ein bisschen hoch. Minister, der König und Vaterland. Verfluchen. Mein König ist an Georg. Minister, der König und Vaterland. Okay, ihr sammelt euch hier. Ihr dahin, ihr dahin.
Minister? So, dann mal speichern. Fertig. Sie werden den Tag verfluchen. Gut, dann wieder rauslocken. Das hat beim letzten Mal gut funktioniert. Für die Stadt. Sie werden den Tag Wir werden angegriffen. Für die Stadt. Okay, jetzt habe ich die ganze Kavallerie wieder am Hals. Oh, 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 oh. Das ist jetzt nicht so gut. Die Artillerie muss weg. Okay, die haben wir gut erwischt. Zieht euch mal zurück. Ihr macht die jetzt mal weg. Oder versucht es zumindest. Wir werden angegriffen. Okay, die haben wir. Zurückgreifen. Ihr kommt dagegen. Ja, jetzt ist halt wieder diese fette Kavalleriemasse. Oh, und ich glaube, diesmal werden die ganz gut weggemacht. Ja, doch, doch, das sieht gut aus. Als er die Franzosen bei Toulouse geschlagen hatte, war Sir Arthur Wellesley zum Herzog von Wellington gemacht worden. Der Eiserne Herzog, wie seine Feinde ihn nannten. Napoleon Bonaparte hatte 3 Tage zuvor bei Fontainebleau kapituliert. Es sollte Monate dauern, bis er und Wellington sich auf dem Schlachtfeld begegneten. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben die Armee gar nicht komplett besiegt gehabt, aber naja, okay. Ich werde mich nicht beschweren. Gut, na dann. Gut, das war Mission Nummer 7. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Schlacht von Waterloo. Das wird dann die letzte Mission der Britenkampagne sein. Und dann geht's danach mit der Deutschen weiter. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann haut da rein und bis zum nächsten Mal.